Oder wo könnte der sonst noch stecken? Genau, Stunde 20, Stunde 22. Der steckt jetzt entweder in meinem Kerker. Oder was will der? Mein Fürst, Sie gehen mit Ihren Untertanen viel zu mit um. Ein paar Peitschenhiebe sollte Sie wieder ins Glied fallen lassen. Okay, nee. Der Typ ist hier einfach nur angekommen. Aber ich kann mal kurz meinen Kerker anschauen. Der sollte ja jetzt besser aussehen als vorher. Kerkermeister. Hail and well met. Seien Sie gegrüßt, mein Fürst. Meine Aufgabe ist, Sie aufzusehen, über Ihre Kerker zählen. Wenn Sie auf Ihrer Reise Gefangene nehmen, dann werde ich mich so um Sie kümmern, wie Sie es für richtig halten. Momentan ist der Kerker aber leer. Das werden Sie sicherlich schon bald ändern. Ja. Okay. Machen wir hier nochmal einen Quick Save. Also, nein. Wenn ich den jetzt auszahle, dann kriege ich minus 3 und minus 2. Sehe ich das richtig? Das war die eine Lösung. Ich habe einfach nur 250 Kupferstücke abgegeben. Dass er wieder geht, nehme ich an. Die zweite Möglichkeit, was wahrscheinlich besser ist, ist einfach Kanna mit ihm mitzuschicken für die eine Runde. Kopfgeld, die Vergessenen. Eskorte aussenden. Kanna und in 3 Tagen. Ja, dann ist der schon mal weg. Ich frage mich, ob meine Gruppenmitglieder, die ich nicht in der Gruppe habe, die hier auch hier in der Burg nachher rumwuseln. An bestimmten Orten. Kanna würde ich zum Beispiel in der Bibliothek vermuten, wenn die aufgebaut wurde. So, also Kanna ist jetzt 3 Tage weg. Das ist zum Glück jetzt eine Quest, die über Tage geht, nicht über Stunden oder so. Ja, und das wurde schon mal wieder richtig hingestellt. Okay. 1 Tag, 25 Stunden. Das hier werden die Waldwege sein. Westlicher Wachturm, der sieht jetzt auch wieder frisch aus. Aber hier die Mauern zum Beispiel sind noch im Eimer. Der Irrgarten, hier die Felder und alles. Gut. Wir gehen jetzt erstmal in die Waldendebenen. Und finden hoffentlich da einmal auf dem Bauernhof die Verbrecher, die das Pergament geklaut haben. Was ich auch verschimpft finde, das sind Aufgaben, keine richtigen Quests. Und die sind so schwer, die Kopfgeldaufgaben.
War der immer schon hier, der Obelisk? Also ja, hier ist der Bauernhof. Und hier steht ein Karren. So. Folgen wir jetzt erstmal der Straße. Ruhe und Bescheidenheit. Und das hier ist der Hof, von dem ich ausgehe, dass sich hier die Banditen rumtreiben. Ja, Diebe und Ilben. Ilben sieht wie ein Magier aus, das heißt, ich verpasse ihn mal. Volle Breitseite, sehr schön. Durenz, du kannst mal hier einen Schutz reinzaubern. Wo ist Alof? Da ist Alof. So, und nochmal das Ganze. Oder so. Dann machst du eben auf die da. Okay. Der Berggefährte ist bewusstlos. Okay, Fenris ist leider auch bewusstlos jetzt. Das heißt, alle auf den Hintermann. Und ein schwer verletzter Dieb. So. Gut. Tagebuch wurde aktualisiert. Jawohl, ich kann die Schriftrolle Grimm da bringen. Und das ist eine. Doch, das ist eine Aufgabe gewesen. Ilbens Zauberbuch. Sonnenberührte Kettenrüstung. Für Sagadi vielleicht was. Schriftrolle von Vale. Dietriche, der Rest kann alles. Also die Schriftrolle an dich nimmst, hörst du deine Stimme. Du hast sie gefunden und verliere sie wieder. Das führt es ad absurdum, sie überhaupt gefunden zu haben. Oberarchivarin Grimm. Nee, was? Glaubst du, dieser Siebstahl war ein Versehen? Die Stimme scheint sich zu wandeln, als würde ihr Besitzer laufend das Alter, die Herkunft und das Geschlecht wechseln. Meine Relikte waren nie dazu bestimmt, lange an einem Ort zu bleiben. Sie sollen verloren und gefunden werden. Die Suche ist es, die den Dingen ihren Wert verleiht. Bringe sie in die Schwarzauen, finde den Jungdrachen, der nach Osten blickt, und vergrabe sie unter seinem Schädel. Ich hatte ein äußerstes Erlebnis. Ich habe eine Stimme in meinem Kopf gehört, die mir sagt, ich soll die Schriftrolle wieder verstecken. Sie hat mich angewiesen, sie in den Schwarzauen unter dem Kopf eines Jungdrachens zu vergraben, der nach Osten blickt. Es klang wie eine Botschaft vom Vale selbst. Dann sollte ich die Botschaft vielleicht ernst nehmen? Was für eine Rüstung hat Sagani eigentlich? Eine gute Rohhautrüstung. Habe ich eigentlich eine bessere Rohhautrüstung zufällig? Nein, ich habe nur diese gute. Deswegen kriegt sie halt diese Kettenrüstung. Gibt Sonnenstrahl. Sieht aber unpassend aus für Sagani. Was ist mit Durenz? Durenz hat guter Gambosson. Na. Palegina hat eine gute, eine 9er, 10er Rüstung. Guter Brustharnisch. Ich könnte dieses Ding noch gut machen, oder? Ja, wenn ich Pegakronen hätte. Dann kommt es erstmal weg. Genauso wie das Schwert. So. Die Waffe ist ja schon gut.
Hagrim ist fast schon versucht, das Ding einfach zu vergraben. Aber das werden wir ja sehen. Wir sollten vielleicht zuerst mal mit dieser Frau sprechen. Fragmente des zertrümmerten Graben. Nein, die Bronze. Mächtige Riesendelle, wo bereits ausgesandt. Ich soll sie in ihrem Lager den Wald entebnen aufsuchen. Das müsste das hier oben sein. Das sieht nämlich das als einziges aus, wirklich wie ein Lager. Komm, gucken wir uns das noch an. Brain blickt dich amüsiert an, doch seine Stimme klingt bedrohlich. Du hast dich wohl verlaufen, Frischling. Die Riesentöter teilen kein Kopfgeld. Wenn man schickt mich euch zu helfen. Er hört auf, sich auf sein Schwert zu stützen und ergreift den Knauf. Wenn man schickt dich, die Muskeln um seinen Kiefer herum werden hart. Der gepflegte Mann lehnt sie nach vorne, schwanken, als wäre er betrunken. Du glaubst, du kannst die Waffen beschaffen? Du hast zwei Probleme, Frischling. Einen überfluteten Eingang zum einen, schmelzige Patronen zum anderen. Wir haben hier draußen mehr Ritter als Gesichtsmale gesehen. Gesichtsbemalte gesehen. Was machen die hier? Woher soll ich das wissen? Sie sind glorifizierte Schläger in Rüstung und ziehen meist ein Daunenbett einem Feldbett vor. Ich würde sie ohne zu zögern aufschützen, aber als gesunder Mann kann ich kein Kopfgeld sammeln. Was für ein überflutender Gang? Muss wohl im Regen liegen, er zuckt mit den Achseln. Aber wir haben das hier im Wasser gefunden. Er hält ein schwaches rotes Stück Adra hoch und lässt es in einen Beutel an seinem Gürtel fallen. Hier gibt es nicht viel natürliches Adra. Vielleicht ist das eine Art Schlüssel, aber wir konnten es nicht herausfinden, weil diese Wurften Ritter überall herumschleichen. Was weißt du über der Waffe? Benan bezahlt gut dafür, muss ich nicht wissen. Und was jetzt? Eine interessante Frage. Du musst wissen, wir teilen kein Kopfgeld. Niemals nie. Seine Gefährten stellen sich in einer Reihe neben ihm auf, die Hände an den Waffen. Wir haben keinen Streit miteinander. Du spürst einen heißen Atem auf deinem Gesicht. Du bist hergekommen, das war ein Fehler. Können wir nicht zusammenarbeiten? Er blickt dich völlig perplex an, bevor er ein unglaubliches Gelächter ausbricht. Ich weiß nicht, wo Wennern Leute wie dich findet, aber sicher, Frischlinge, wir arbeiten zusammen. Er nickt in Richtung seiner Gefährten. Halt einfach still, dann kannst du meinen Freunden bei ihren Zielübungen helfen. Oh. Das ist nicht so gut. Oh, der Eide kann sich verwandeln. Kann sich verwandeln und böse zaubern. Ist aber schon tot. Du halt Peter. Und dann halt ich selber. Wow. Okay. Die Wölfe sind ausgeschalten. Jetzt fehlt nur noch der da. Das war jetzt schmerzhaft. Für die. Guter Säbel. Nimm du den mal. Ein Zauberbuch. Trag des unheimlichen Schützens. Trag des Duplikat des Zauberers. Blaskon. Ist was zu trinken, kriegst du. Gravierte Adra-Scheibe und Geld. Ein guter Kampfstab und das war's. Ja. Gut, haben wir uns nochmal mit ein paar Schlägern geprügelt. Die Riesentöter haben etwas gefunden, was sie für einen Schlüssel aus Adra halten. Der die Ruinen in der Sturmwaldschlucht östlich der Waldebenen öffnet. Sie konnten aber nicht herausfinden, wie man ihn verwendet. Nur da ich ihn habe, kann ich mein Glück versuchen.
Also das wäre in der Sturmwallschlucht. Hier. Ich will aber die Feuerpfähle und gucken, was sich hier noch befindet. Gut. Aber jetzt wird erstmal gespeichert. Denn ich habe schon ziemlich stark überzogen. LP 009. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.